meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen gut geschmeckt. Jetzt in unsere, ja, Herr Eckhardt, haben Sie gehört. Jetzt in der Kulturküche, in Opernhaus, haben wir ein besonderer Sänger. Ich freue mich wirklich ganz besonders und er steht noch auf meiner Kochliste hier, also er wird noch gekocht. Also, Iago Ramos wird heute Abend für Sie und für uns alle hier, auch für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, die Arie Ophili Miei aus der Giuseppe Verdis Oper Macbeth. Genießen Sie mit uns. Und am Klavier war Anna Gringberg. Vielen Dank. Ja, wer vielleicht am vergangenen Samstag die Oper Macbeth gesehen hat,
diese Arie war wirklich einer der Höhepunkte der Oper. Weitere Vorstellungen kommen am 9. November, am Samstag, am 28. November, am 17. November und am 28. November und kurz vor Weihnachten am Samstag, den 21. Dezember. Also Macbeth im Opern Magdeburg. Es ist wirklich was Besonderes, auch wenn vielleicht nicht jeden Geschmack treffen kann, aber es ist was, was man auf jeden Fall sehen sollte und gibt viel Diskussionsbedarf. Aber jetzt, ich freue mich auf eine ganz besondere Sängerin, die auch ganz lange auf meiner Kochliste steht. Und heute hat es wieder mal endlich geklappt, dass sie vorbeischauen kann. Sie hat auch ein kleines Kind zu Hause, noch kleiner als sie, Herr Eckert. Und sie müsste das Kind noch ins Bett bringen, aber sie hat es geschafft. Sie hat bestimmt ein Guten Nachtlied noch gesungen und dann ist sie schnell hier zu uns rübergeflitzt. Und ich freue mich sehr, dass die israelische Sopranistin Noa Denen bei uns heute Abend Gast ist. Herzlich willkommen. Shalom, Braha. Shalom, Anishma. Ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich wollte auch gerade fragen, also wir können weiter Deutsch sprechen, oder? Wir können. Nicht, dass ich so gut Ivrit sprechen kann. Ja, und nicht, dass ich so gut Deutsch sprechen kann, aber wir versuchen. Ja, also du hast heute Abend ein besonderes Gericht auch mitgebracht, was aus deiner Heimat stammt. Wie heißt genau. Das ganz genau? Shakshuka. Shakshuka. Es und ist ein Frühstück oder Abendessen. Es ist sehr typisch. Also israelische Frühstück, typische. Ja. Ja, aber kann auch ich gerne essen das jetzt als Abendessen. Ja. Und es ist eine Gerichte, das kommt aus Tunis. Aha, aus Tunis. Aber aus, ja, und wir in Israel haben so verschiedene Kulturen, so alles geht und das ist sehr, sehr bekannt und sehr typisch. Okay, ja. Dann schlage ich vor, wir fangen gleich an. Ich weiß, dass du eine ganz große Pfanne brauchst. Mhm. Ich habe die hier. Wow. Super. Ja, ich starte auch die Zeit, weil wir nur 45 Minuten Zeit haben. Okay, so wir anfangen. Wir fangen natürlich mit Knoblauch an. Viel. Ganz viel Knoblauch. Es muss viel sein. Wir in Israel kochen mit viel Knoblauch. Du kommst aus Israel. Woher aus Israel? Neben Tel Aviv, Ramat Gan. Aha. Ja. Wie groß ist das? 300.000 vielleicht. So viel hat das ganze Israel nicht. Wie Magdeburg. Also 300.000 Menschen. Ja. Und du hast wann mit Gesang angefangen? Ich habe in Schule mit einem Kinderchor gesungen. Ja. Und dann im Highschool. Ja, Hochschule, also Hochschule. Abitur, eine auch Musik gelernt. Ja. Und ich habe viel gesungen, Jazz, Rock, alles. Ah, Jazz auch. Und am 16. Vielleicht singen wir mal zusammen. Vielleicht. Mal gucken. Wir sehen. Ja. Und dann kann ich das schon hier? Ja, oder? Soll ich erst mal anmachen? Ja. Erstmal also. Die Olivenöl. So, wie viel? 7 Esslöffel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Ist das so gut? Einmal durchmachen. Kann ein bisschen mehr auch. Noch ein bisschen, also 10. Gut? Okay, super. Wunderbar. So, was kann ich zwischendurch machen? Also, du hast mit Gesang in der Schule angefangen. Du hast in einem Chor gesungen, aber irgendwann hast du gesagt, Jazz ist nicht unbedingt mein Fach, sondern ich möchte gerne lieber Opernsängerin sein, oder? Ich habe meine Lehrerin getroffen. Getroffen, getroffen, ja. Getroffen. Mhm. Und ich habe Maria Callas gehört. Ich weiß, dass sie ein Vorbild für dich ist, ja? Ja. Und
Es war wirklich für mich, it fits. Wie sagt man? Was Besonderes, was ja. Beeindruckendes. Es war für mich. Ja. Wirklich für mich. So. Wo hast du das gehört? Wo habe ich ja. Opera gehört? Nein, oder? Maria Callas. Ah, Maria Callas ja. auf CD. Auf CD, also Norma okay. gesungen. Ja. Norma gesungen, ja. ja. Und sie das war für dich? Das war so toll, dass so, du das gesagt hast. Das war für mich eine Inspiration. Ja. ja. Du erklärst uns vielleicht nochmal, was dieses Gericht ist, dass wir vielleicht damit anfangen können, richtig? Also Knoblauch haben wir viel gesehen. Jetzt kommt noch Paprika, Aubergine. Paprika, Aubergine und Tomaten. Alles ganz klein geschnitten? Ja. Okay. Dann und die Aubergine geschält. Okay, ja, ich schäle halbes. Ja. Ich bereite dir das vor und du schneidest dann. Okay, ich denke, das ist so genug. Naja. Na ja, das kann noch rein. Ja, ja das kann. Weil ich habe gesagt, eine Kopf, aber das ist zwei. Oder? Okay, wir sehen. So. So, ich schäle jetzt die Aubergine. Ja. Maria Callas, ein Erlebnis für mhm. dich, die ja. Entscheidung, Opernsängerin zu werden. Mhm. Und dann? Und dann, ich habe zum Akademie oder Universität ja. gegangen. Und, In Israel auch, aber ich habe meine Lehrerin in New York getroffen, weil sie kommt in Israel einen Workshop zu machen. Ja. Und dann, ich habe sie getroffen und es war... Wie heißt die Lehrerin? Patricia McCaffrey. Okay. Und also eine echte Amerikanerin. Ja. Ja. Eine sehr, sehr gut und bekannte Lehrerin in Amerika, in Manhattan. Ja. Ist das so gut geschält? Wow, super. Perfekt. So zum Halb, ja. Die Sängerin, die Lehrerin hat dich dann unterrichtet? Mhm. In Israel? In Israel und dann ich habe zweimal im Jahr da gefliegt. Geflogen, ja. Geflogen. Mhm. Und mit sie Unterricht machen. Ja. Ja. Und dann, ich habe einen Wettbewerb gewonnen in Vienna, in Wien. Ja. Die bekannte, Entschuldigung. Kein Problem. Belvedere. Ja. Also das ist schon was Besonderes. Ja. Belvedere Wettbewerb in Wien, Wien ist schon ja. sozusagen Null plus Ultra für die junge Sänger. Genau. Oder? Ja. Habe ich jetzt nichts übertrieben. Und dann, ich habe meine Agentur ja. Getroffen und ja. ich habe verschiedene Vorsingen gemacht und hier kommen. Also von Vienna direkt nach Magdeburg. Genau. Oder vom Israel direkt nach Magdeburg, weil ich habe in Israel gewonnen. Ja. ja. Direkt aus Tel Aviv? Direkt aus Tel Aviv, ja. Nach Magdeburg. Also nach, ja, mit Berlin in die zwischen drei Monate ja. ungefähr. Nur zu Vorsingen zu machen. Und warum direkt nach Magdeburg? Was hat dich so gereizt, nach Magdeburg zu kommen? Ich habe die Vorsingen hier gemacht. Ja. Kanntest du Magdeburg vorher oder kanntest du Nein. das Opernhaus hier? Nein. Oder kanntest du jemanden, der hier mal schon gesungen hat? Oder Nein. einfach. Ich habe. Meine Freund Lucia war hier und ich Lucia habe sie... Cervoni? Lucia Cervoni? Ja. Ah, die kenne Sie hat hier gekocht, ja. diese ja, die hat, italienische Gerichte. Ja, sehr, und, sehr gut gekocht. Wir lernen mit ja. Dieselbe Frau in New York. Ja. Und dann wir haben schon... Sie so, hat dann von Magdeburg erzählt. Ja. Und du hast gesagt, oh, das klingt doch gut, dann komme ich auch nach Magdeburg. Ja, ich habe eine gute Vorsinger hier und dann ich möchte... zu einer Anfänger, das ist sehr gut, in Deutschland zu kommen, weil es gibt so viele Optionen. Ja, ja, ja. So. Viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und im Israel, es gibt nur eine. Ich glaube, da hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das... Nicht gut. Vielleicht eine neue, oder? Nein. Ich muss noch mal die Küche fragen, kriegen wir noch eine Knoblauchzehe? Eine Knoblauchzehe kriegen wir noch mal? Ja, vielleicht. Ich glaube, diese Knoblauchzehe können wir vergessen. Wir machen eine neue. Also, du siehst, wir haben uns hier vertieft. Ach, wir haben noch eine Knoblauchzehe. Ach, das ist ja perfekt. Ja, aber nicht genug. Die reicht uns. Für uns beide reicht das.
Und das hier schmeißen wir einfach weg. Ja, oh, schade. Das ist sehr, sehr wichtig für dich. So, ja, ich sehe. Sieht nicht gut aus. Ja. Also, okay, bye bye. Sie sehen, es passieren hier mit so schönen Frauen und berühmten Sängerinnen doch Missgeschicke hier. Wir haben vergessen. So, einmal durchwaschen hier und fangen wir von vorne an mit dem Knoblauch. So, jetzt nochmal. Vielleicht, okay, sollen wir auch nicht so heiß machen. Ja. Wir warten, bis die Gemüse ist fertig. Nochmal 7 Löffel. Ich mache 10 Löffel. Ist okay. Okay. So. Also, wann war das? Wann bist du nach Magdeburg gekommen? 2009. Ja. Das heißt, wir zählen 2013, also fünf Jahre, fünfte Spielzeit. Ja. Und was hast du hier schon gesungen? Oh, viel. Viel? Ja, Carmen, die Michaela, ja, Don Giovanni, Don Elvira. Habe ich selber gesehen. Ja. Ja. Ich denke, jetzt weißt du, okay, weil es ist groß. Was noch? The Turn of the Screw, eine tolle Oper. Ja. Konntest du schon in Israel Deutsch sprechen? Oder? Ja, ich habe gelernt, aber nicht so gut sprechen. Ich Woher kommen deine Eltern? Okay. Man weiß, dass Einhalb. Man weiß, dass in Israel, es ist ein sehr, sehr viel verschiedene Nationalitäten. Sondern die Leute stammen von woanders. Ja. Die kommen aus Spanien, aus Amerika, aus Südamerika, aus Portugal, die kommen in das Heilige Land sozusagen. Mhm. Und woher kamen deine Eltern? So, meine Eltern sind geboren in Israel, aber die großen Eltern. Bulgaria. Okay, wo ist jetzt? Ja, jetzt. Ich mach das. Und Irak. Ah. Ja. Aber auch aus Irak waren Juden. Ja. Also keine Araber. Und es war sehr, sehr schwer für sie. Dabei. Ja. Okay. Das ist nicht so viel, aber. Naja, das okay. reicht für uns beide hier. Gut. Wir geben vielleicht Herr Eckhardt noch ein bisschen was davon. Gut. So. Das andere können wir schon reintun, oder? Ja, rein. So, wir tun jetzt Aubergine, ja. Tomaten und eine rote Paprika. Genau. Und alles richtig schön zusammenmischen. Zusammen. Ja. So. So, du kannst auch hier kommen und machen. So, sehr schön. Sieht richtig bunt aus. Mhm. Okay. Okay. Noch die Tomate oder nicht mehr? Ich denke, das ist genug. Es ist genug, okay. Es ist genug. Ja, super. So, also Bulgarien und Irak. Kann ich alles? Israel. Das ist 500. 500? 500, genau. Okay. Wollen wir noch ein bisschen brutzeln lassen? Ein bisschen. Ja, so. Haben die auch mit Musik was zu tun gehabt? Meine Eltern. Ja. Mein Vater, ich weiß nicht, in Deutsch. You can say it. Auch auf Englisch. Diese. Akkordeon. Akkordeon. Ja. Und auch Klavierspiel gespielt. Ja. Ja. Er hat gespielt. Und meine große Mutter, sie war eine Opernsängerin. Ah, also liegt in der Familie sozusagen. Liegt in der Familie, aber das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ja. Weil sie könnte nicht singen. Es war nicht so akzeptiert. Ja. Ja. Sie durfte nicht singen, weil sie Judin war? Nein. Es war nicht für eine Mädchen in eine jüdische, vielleicht mehr religiöse Familie. Das ist nicht so gut zu singen. War nicht so akzeptiert von der Eltern. Es ist nicht so akzeptiert von den Eltern. Okay. Und sie hatte Cancer in ihrer Stimme, im Hals. Ja. Mhm. Und getötet jung, sehr jung so. Ja. Es war die Geschichte. Gut, jetzt. Wollen wir nicht zu traurige Geschichten hören, sondern wir hören lieber was über Magdeburg. Ja. Wie gefällt es dir in Magdeburg? 5 Jahre fast dabei. Ja.
Fühlst du dich hier zu Hause ein bisschen? Ja. Ja? Ja. Ich weiß, dass du ganz zentral wohnst. Ja, Alter Markt. Neben der Sparkasse. Genau. Du kannst schon. Und ich sehe den Markt jeden Tag und die Weihnachtsmarkt. Es ist so, im Aber Winter, es ist so dunkel. Weihnachtsmarkt gibt es in Israel nicht so. Der Hanukkah-Fest ist keine, was ganz anderes. Keine. Aber auch nicht so kalt wie hier. Ja, und das ist schwer für mich, muss ich sagen. Ja? Das ist immer schwer. Gut. Also, du bist jetzt ein bisschen zu Hause hier. Ja. Möchtest du weg? Gleich weg? Ich weiß, dass die Opernsänger immer ein fahrendes Volk sind. Also, die wollen immer weiter. Ja. Die müssen immer weiter manchmal. Ja, ich möchte, genau. Welche Pläne hast du? Ich möchte zu einem größeren Haus gehen. Gastieren oder Fest machen, aber in ein größeres A-Haus. Ich weiß, dass du schon viele Auftritte gehabt hast, auch als Gast woanders. Wo warst du noch? Im Israel, israelische Oper, im Hagen. Mhm. Ja. Weltstadt? Ich gehe zum Lübeck auch. Das ist ein gutes Opernhaus, ja. Ja. Und ich habe gemacht ein Cover für Anya Ahateros in Berlin, Deutsche Oper, aber nur Proben, so. Das war nicht eine. Ja, und mit Orchester, Bochumer Symphonie Orchestra, war sehr... Ja. Wie ist das die Zusammenarbeit hier mit dem Orchester, mit den Kollegen? Toll. Wie fühlst du dich hier? Alle so nett. So, ich fühle mich zu Hause. Ich habe auch gefühlt mich zu Hause hier im Haus, die erste Mal. Es war so. Ich habe auch für die Vorsänger, ich habe gekommen und die Elevator reinkommen. Und dann, nein, du meinst jetzt der Fahrstuhl? Der Fahrstuhl, hier, die Fahrstuhl. Okay. Und ich habe gesehen eine Balletttänzerin und alle sehr nett und sehr welcoming. Ja. Es war toll. So, ich weiß, dass hier über 30 Nationen am Theater arbeiten. Das ist so sehr multikulturell. Ja. 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 Und man versteht sich aber trotzdem und es gibt keinen Neid zwischen den Sängern und man möchte nicht unbedingt jetzt, ich bin die Beste. Nein, wir sind also, alle... Mit Freunde. Lucia Cervoni weiß ich, dass sie sehr gut befreundet bist. Ja. Ja? Ja. Wie spricht ihr miteinander? Auf Englisch? Auf oder, Englisch. Oder auf Italienisch? Nein, auf Englisch. Auf Englisch. Okay. Aber das ist ein bisschen schade, weil ich kann meine Deutsch nicht üben, weil wir sprechen die ganze Zeit auf Englisch. Ja. Aber du hast eine ganz besondere Beziehung zu Magdeburg, muss man dazu sagen. Beziehung? Ja, Beziehung. Hm. Weil dein Sohn... Ah, ja. Ja. Möchtest du das sagen? Hat hier geboren. Also, der Sohn ist hier in Magdeburg geboren? Ja. Wie alt ist er jetzt? Fast zwei. Zwei. Das war so schnell. Ja. So schnell. Ja. Und macht Spaß? Ist das, ist das anstrengend für dich als Opernsängerin, weil du bin eine Mutter, eine Sängerin. Nicht eine geregelte Arbeitszeit hast, sondern sind Proben Vormittag, Nachmittag, am Vorstellung. Ja. Manchmal muss man auf Tournee gehen, man muss auch woanders singen. Ja. Wie ist das? Es ist schwer. Ich muss sagen, ich habe die Rezept für die Mutter und Sängerin nicht jetzt schon so gut gefunden. Noch nicht. Aber es kommt. Und ich habe einen tollen Mann, das hilft sehr. Und er ist zu Hause. Ja. Und er war zu Hause, wenn ich nach 3 Monaten von der Geburt anfange zu singen. Ja. Ja. Vielleicht wir können auch die Paprika und die... Ja. Ja, also das ist scharf, das ist süß. Ja, okay. Was machen wir? Kleine Löffel. Und auch Großesslöffel. Und diese Hühnerbrühe? Die Hühnerbrühe ist auch hier. Okay. Das ist Hühnerbrühe. Ah, es kommt so? Ja. Ah, nicht dann Powder. Wie viel? 1,5 Löffel. Aber ich habe Powder zu Hause, aber das ist salzig, das ist frisch gemacht. Ah, frisch gemacht? Frisch gemacht für dich. Mit Salz, oder? Mit Salz, natürlich. Gut, super. Noch mehr? 1,5, es ist okay. Oder? So? Ja. Okay. Super. Dann nehmen wir... Einen kleinen Löffel. Wir nehmen so viel. Ja, das ist süß? Nein, das ist scharf. Okay. Also richtig scharf, ja. Und einen kleinen Löffel. Okay, dann ist jetzt süß. Ja, super. Sehr schön.
Sieht gut aus. Und Zucker. Zucker halb klein. So, und du kannst auch eine so machen, ja. Und wir können auch die Chili. Sie wissen, dass ich schon mal hier nicht eine, für Sie, eine aber Chili nur für live uns gegessen habe. Soll ja ich noch mal live essen oder wie? Nein. Wow. Geht. Geht? Ja. Okay, rein. Bitte. Also für mich ist es kein Problem. Soll ich noch eine machen oder reicht ja das? Reicht aber für ich mich bin, reicht. Ich bin ein sehr schlechter Gastgeber, muss ich zugeben. Oh. Ich habe für dich extra Hermon ein ja israelischer Wein besorgt. Israelischer Wein, ja. Ja, ich weiß, dass es deine Lieblingssorte ist. Mhm. Und deshalb möchte ich okay vielleicht super, vielen Dank. Einen Rotwein anbieten. Bitte schön. Danke. Dann L'chaim. L'chaim. Zum Wohl. Zum Wohl. Also, wie lange muss das hier kochen? Ja, vielleicht wir machen das ein bisschen höher, dass ich kann, ja. So ungefähr 15, 20 Minuten, bis die Aubergine ist, weich. Ganz weich ist. Ganz weich. Wir gucken mal, wie jetzt sind die beide. So, ja. Oh, und dann haben wir jetzt Zeit, oder? Ich weiß, dass noch Eier rein müssen. Mhm. Ja, die Eier kommt auf ganz zum Schluss, oder? Ganz zum Schluss, ja. Ja. Und? Ja. Wann also, die Gemüse ist fertig. Aber wir sprachen gerade über deinen Sohn. Ja. Wie fühlt er sich hier in Magdeburg? Kann er überhaupt unterscheiden, wo sein Zuhause ist? Hm. Er vermisst die Familie. Aber die Großeltern. Die Großeltern und so. Und ich auch. Aber ja, es ist ihr Hause hier. So. Ja. Und er geht zum Kita erstmal nur im Dezember, wenn ich 2 Jahre alt ja. Und dann lernt die Deutsch und schon kann ein bisschen sprechen. Ja. Verschiedene Wörter. Schön. Ja. Aber ja, er fühlt sich zu Hause. Also ist eine glückliche Familie, eine ja glückliche israelische Familie in Magdeburg, zu Hause? Ja. Kann man so sagen? Ja. Konnte man nicht immer so sagen, aber heutzutage ist es möglich und das ist schön, dass ihr hier seid, mhm, ja, als Familie hier in Magdeburg. Ja. Und bist du gläubig? Bist du gläubig? Denkst du an Gott? Ah. Ob ich bin religious? Yes. Mm. Nein, aber ja, ich glaube an einen Gott. Gott ja. Ja. Aber ich denke, wir alle, die Christen oder Muslims oder Jüdische, wir Jüdisch alle muss zusammen in ja eine Religion. Also ein, das, was ich denke. Ein zusammengefasster Gott ja sozusagen. Ja, ja, weil wegen Religion, es gibt viele schlechte. Ja, ich frage nur deshalb, weil es wäre natürlich schwer in Magdeburg, es gibt noch keine Synagoge. Gibt schwer, es gibt eine es ganz gibt, kleine Gemeinde. Ja, es ist schwer für, ich habe Freunde, das ist religious, orthodox. Ja. Hm. Und es ist sehr schwer, koscher essen. Und, ist das ein koscheres Essen? Das ist koscher, ja, aber vielleicht nicht für, weil die das für oder die Habotniken. Die Tomaten waren ja nicht echt koscher. Aber das ist koscher. Das hier ist von Oberste Rabbi von Israel ja als koscher. Genau, das ist koscher. Die einzige in Magdeburg vielleicht. Aber ja. Ich wusste jetzt nicht, ob du sehr religiös bist und deshalb habe ich doch was mitgebracht. Okay. Okay, also wie funktioniert das jetzt? Muss zusammen kochen, dass die Auberginen ganz weiß sind? Ja. Und dann, was passiert ganz dann? Weich. Und dann, wir nehmen die Eier. Wir haben Eier. Wir machen die Eier. Wir machen das sehr vorsichtig, weil sie muss ganz... die müssen ganz bleiben? Ja. Okay. Und die werden dann zusammen gekocht? Zusammen gekocht, bis die gelbe ist... heißt das pochiert, glaube ich, ja? Ja, hm? Genau. Pochierte Eier, okay. Ja, und für mich, ich liebe die gelb mhm von der Eier. Eigelb? Ja, mhm, nicht weich, aber... Ja. Es kann auch weich sein. So. Und warum isst man das zum Frühstück?
Warum? Ja. Weil es gibt Eier dabei. Also das ist eine Eieromelette aus Israel. Mit Tomaten dazu und ja, ein bisschen aber ich Knoblauch. Esse das gerne zum Abendessen, nicht für ja. Frühstück. Ja. Gut. Ja. Dann, ich sehe da ein Klavier. Und ich weiß, dass du eine hervorragende Sängerin bist. Ja. Und ich glaube, die Zuschauer hier würden sich auch freuen, wenn die was von dir hören. Ja. Wir haben ich bin jetzt... Wir hätten jetzt so drei, vier Minuten Zeit. Was könnt ihr? Ich glaube, du kannst spielen. Oder? Ich habe dieses Jahr noch nie einmal Klavier gespielt, aber soll ich versuchen? Was können wir zusammen versuchen. Spielen? Was aus deiner Heimat vielleicht? Ja, vielleicht. Israelische Lied? Ja. Dann, kennst du? Ich kenne viele Lieder. Okay. Ich bin in meiner alten Heimat auch unter Juden aufgewachsen, deshalb kann ich auch die Kultur gut und ich kann auch ganz viele Lieder gut. Super, wir machen. Was wollen wir spielen? Was wollen wir? Ich spiele, du singst. Hm? Oder wollen wir andersrum? Nee. Also, meine Damen und Herren, eine Weltpremiere in Magdeburg. Nach der umstrittenen Premiere am Samstag folgt jetzt israelische Folklore hier. Opala. Haben wir auch noch ein. Ja. Wie wär's mit Hevenu Shalom Alechem? Hevenu Shalom Alechem. Das kannst du bestimmt gut, oder? Ja. Das kann ich mir auch zutrauen zu spielen, glaube ich. Oh. Ich glaube, das war schon was Besonderes. Für mich mindestens schon. Ja. Jetzt gucken wir mal, was das Essen hier macht. Also sieht schon gut aus. Ja. Haben wir noch Zeit? Ja? Ein bisschen Zeit haben wir noch, ja. Gut, es ist ein bisschen zu... zu sämig, zu viel Wasser drin. Ja, genau. Dann vielleicht wir machen wir, das auf. Genau, ja. Machen wir auf. Und es kommt noch ein bisschen mehr Dampf. Kann ich ein bisschen... Ja, natürlich. Wir sehen, ob wir brauchen etwas noch. Es ist scharf, Vorsicht. Hier. Mhm. Mehr Knoblauch werde besser. Hättest du nicht verbrannt gehabt? Ich? Oder? Ja, ich war auf diese Seite, du warst auf diese Seite. Okay. Naja, ich glaube, das schmeckt trotzdem gut. Ja, das ist okay. Vielleicht ja, haben die Knoblauch Sie noch... ist sehr wichtig, aber okay. Ja. Aber die Publikum wird schon viel Knoblauch, oder? Ja. Also ja. Man muss dazu sagen, vielen Dank an unsere Küche hier. Jens-Uwe Kallmeier, der Opernkoch, hier wird uns immer mit den Gerichten, die wir hier auf der Bühne kochen, auch für Sie, meine Damen und Herren. Ich denke mal, das ist immer 1:1, was wir hier kochen und schmeckt Ihnen auch. Also einen Applaus für unsere Küche vielleicht. Ja, und wenn wir bei der Küche sind, vielleicht haben Sie mitgekriegt, wir haben einen ganz neuen Backofen. Vielen Dank an das Möbelhaus, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Also. Du hast so schöne Rollen gesungen hier, gespielt. Ja, welche Pläne hat man noch? Was will man noch erreichen? Was steht auf deiner Tages-
Ordnung oder so, wir auf haben der Wunschliste? Noch, Wunschliste oder was machen wir dieses Spielzeit? Erstmal diese Spielzeit und was ja. du vielleicht okay, für dich ja, ja. selber nochmal sehen okay. kannst. Wir machen noch die Hochzeit, Figaro's Hochzeit, Le Nozze di Figaro. Das ist eine tolle Produktion. Also von Mozart. Von Mozart. Ja. Rosenkavalier kommt. Oh, Strauss. Der Rosenkavalier, ja. Das ist sehr schön. Meine Lieblingsoper. Und Zauberflöte. Also bist du mehr Belcanto, bist du mehr klassisch, bist du mehr modern? Wie? Beides, aber Belcanto ein bisschen mehr. Also wenn man ich mal liebe hier, Belcanto. Wenn man hier aber Carles. Auch Strauss, ich mache gerne und das ist auch für, gut für mich. Ja? Ja. Also für deine Entwicklung als Sängerin sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Okay. Und gerne möchte ich Puccini machen, La Bohème. Ja. Und auch Faust, Marguerite, French Musik. Ich liebe sehr, auch. Danke. Im Futur. Ja, in Zukunft. Zukunft. Tosca, weil es ist so toll. Sehr schön. Zu spielen und zu singen. Ja. Und auch Peter Grimes. Jetzt. Das ist auch eine Oper, die ich möchte gerne machen. Sehr schön. Mhm. Kannst du noch mal über Magdeburg was erzählen? Was gefällt dir an Magdeburg? Hast du eine Ecke, wo du mit deinem Kind auf dem Spielplatz gehen kannst? Ich liebe die Elbepark, es ist so toll. Ja. Und es ist so ruhig hier, dann Berlin. Auch auf dem Alten Markt. Oder, oh, Alte Markt ist nicht so ruhig, aber, aber noch ruhiger dann Berlin, ich denke. Absolut, ja. Ja. Und es ist so grün und die Dom, dem Dom ist so schön. Und, warst du schon mal im Dom? Im Zoologischen Garten auch, ja. 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 Und was hat dir dort gefallen? Also in Israel gibt es solche Kirchen nicht? Nein. Sondern es gibt andere. Ich wundere, wie man hat das gemacht. Es ja. ist so, wow, es ist so schön. Ja. Ja. Hat sich die Stadt ein bisschen verändert? Verbessert, besser oder schlechter oder grüner oder nicht grüner oder mehr Spielplätze oder weniger Spielplätze? Spielplätze, das ist ein Problem. Du hast es gibt, es aber nicht so viel neben Altmarkt. In der, Hegelstraße. Hegelstraße, genau. Da gibt's das ein ist ganz die große. Ganz große. Ja, wir gehen da, dabei. Oder immer. Auf der, immer. Rotehornpark, dort gibt es ah, ja, auch die, ganz, ja, diese ganz ganze große. Aber ein bisschen weit von uns. Wir haben kein Auto. So. Und Fahrradfahren? Fahrradfahren, ja. Ja. Das ist toll hier. Es gibt im Israel es gibt nicht so viele Wege für das Fahrrad. Aber hier es ist es wirklich toll. Mhm. Auch für die Environment. Ja. Dass nicht so viel Pollution. Oh, weiß ich nicht. Ja, Umweltbelastung. Ja. Umweltbelastung. Jetzt ja. habe ich. Ja. Umweltbelastung. Ja. Ja. Kannst du noch mal dein Leben in Israel und in Magdeburg vergleichen? Wie ist es, dort zu leben? Ich weiß, dass manchmal ist nicht so einfach, immer fast mit Angst vielleicht zu leben, dass man weiß nicht, was an der nächsten ja. Ecke steht. Und hier doch kann man schon frei aus dem Haus gehen, ganz anders das Leben ja. genießen. Hier ist das ein Unterschied? Ja. Ist das auch vielleicht ein Grund, was viele Israelis doch woanders leben wollen? Ich denke, das ist ein Grund, aber es gibt noch einen Grund. Es ist sehr, sehr teuer in Israel, ein Haus zu kaufen. Ja. Es ist teuer zu kaufen, ja. ich meine. Für dich als Privatperson? Als Privatperson. Okay. Und auch, wenn du gehst nach Supermarkt, es ist sehr teuer und vielleicht doppelte Preis dann hier. Oh ja. So viele Menschen kommen zu Europa oder Deutschland, auch Berlin, weil es ist so teuer. Und eine Familie kann, es ist schwer, dabei zu leben. Hm. Ja. Hat man als Sänger am Opernhaus Magdeburg noch Freizeit? Wir haben zwischen Produktionen, ja. wir müssen lernen und wir haben Coach. Coach ist eine Klavier... Korrepetitorin. Ja. Aber wir haben Zeit zwischen zu lernen und... Aber Freizeit... Ah, Freizeit. Freizeit. Nicht Zeit, sondern Freizeit. Das heißt, hast du ein Hobby?
Ah, okay. Meine Hobby ist meine Profession. Sehr gut. Und dein Kind natürlich auch. Mein Kind. Und das, mein Kind. Es ist so viel Zeit, nimmt so viel Zeit. So ich habe keine Zeit für Hobbys. Jetzt. Im Moment. Das haben wir von Herrn Eckhardt auch gehört. Seine Tochter ist 4 Jahre alt. Ah, okay. Ja, also. Ja. So, es gibt noch nicht so viel Zeit. Ja. Aber wenn Hobbys. Du mal Zeit hättest, was würdest du machen wollen? Ich liebe Pferde reiten. Ja. Und ich möchte gerne eine therapeutische Reiten lernen. Warum? Weil ich liebe die Kommunikation. Ja. Ich möchte helfen. Und das ist mein Wunsch, zu helfen mit dem Pferde und dem also vielleicht Kindern oder Pferde, Menschen mit. Pferdeflüsterin heißt das. Ja, genau. Und ich liebe Pferde. Ja, also wir haben hier mehrere Reitvereine in Magdeburg. Es gibt auch ein. So kann ich dabei vielleicht gehen. Pferderennbahn. Ja. Gibt es auch ganz viele Pferde. Ja. Also kann man auch viel machen mit Pferden. Ja. Und vielleicht, wenn dein Sohn noch ein bisschen größer ist, dann vielleicht. Kann man nochmal. Aber es dauert. Vielleicht, okay, ich gehe kleiner. Vielleicht shoppen gehen. Und kann man in Magdeburg shoppen gehen? Oder Sport machen, weil ich habe keine Zeit. So, ja. Und kann man in Magdeburg shoppen gehen? Alle Zentren, aber nein, Berlin ist besser. Ein bisschen. Mango, toll. So H&M, okay. Zwischen zwei Proben hat man doch eine Stunde mal ein bisschen zum Shoppen. Nein, nicht für mich, aber für meine Freunde hier, ja. Also wenn du... Ich habe keine Zeit. Aha. Also Im Moment. Aber es kommt. Also, wenn wir zum Kita vielleicht. Ja. Wo kann man dich erleben? Welche Opernproduktion demnächst? Demnächste Opernproduktion? Ja, hier im Haus? Ja, so Zauberflöte. Zauberflöte. Wann ist die Premiere? Soll ich auf meinen Zettel gucken? Ich glaube, ich habe das hier. Oh ja, hier. 30, oder? Meine Damen und Herren, am 30. November ist die Zauberflöte wieder im Opernhaus. Wieder aufnehmen. Und natürlich... Ich bin die erste Dame. Die erste Dame? Ja. Ah, sind 3 Damen? Ja. Und du bist die erste Dame? Ja. Erste Dame, heute Abend auch. Wir gucken mal, dass wir mit der Zeit jetzt... Wir können die Eier ja? einmal noch mal umrühren vielleicht. Mhm. Wir sehen das, ja. Also es riecht sehr gut. Mhm. Gut, das kann man noch waschen. Aber Otto ist noch sauber. Ja? Also. Otto ist sauber, ist gut. Ja. Okay, jetzt. Also, ich bin jetzt gespannt, wie das funktioniert. Mhm. Mit dem Eier. Ja. So. Ah. Ich nehme das. Ja? Ja. Das sieht interessant aus. Ja, es ist sehr interessant. Mal gucken, wie es schmeckt. Ohne Knoblauch? Weiß ich nicht. Ja, es ist so wichtig, aber okay. Es war genug Knoblauch. Ja. Okay. Kochst du gerne zu Hause? Oder kocht dein Mann zu Hause? Nein. Ich bin die Einzige. Ich koche gerne, aber wann muss ich kochen? Jeden Tag und es kommt eine Probe dazu. Ja. So, es macht nicht so viel Spaß, wenn du musst das machen. Aber wenn du möchtest oder du machst etwas Besonderes, dann ja. Okay. Oh, sieht gut aus. Ja. Ja. Jetzt. Die müssen jetzt noch ein bisschen kochen. Ja. Es ist jetzt. Es ist ganz klein jetzt. Ja, okay. Ja, aber es kann brennen, so. Das ist zu viel. Gut. Ja, super. Okay. Ich weiß, dass dein Mann auch IT-Spezialist ist. Nein, er macht im Internet viel. Aha, Websites. Also was mit Computer Bildner. Und. Ja. Ja.
mit Computer und er arbeitet zu Hause. Und dadurch ist es für dich einfacher, dann hier zu sein und er ist mit meinem Kind zu Hause. Wie heißt dein Kind? Eli. Aha. Ja. Ja, wie fühlt sich dein Mann in Magdeburg? Er liebt Magdeburg, er liebt Deutschland. Mhm. Und er ist deutsch, er hat einen deutschen Pass. Okay. Ja, aber er liebt hier zu leben. Ja. Mhm. Schön. Ja. Ich hoffe, dass du länger in Magdeburg bleibst oder vielleicht gehst du noch mal eine Weile woanders, Metropolitan oder La Scala. Oder das Potenzial ist da. Und dann kommst du wieder nach Magdeburg. Ja. Auf jeden Fall, in der Reisepass von deinem Kind steht Geburtsort? Magdeburg. Das ist schon mal was Besonderes, glaube ich. Das ist. Ja. Darauf trinken wir jetzt. Also, daheim. Daheim. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, so, ich bin jetzt gespannt, wie die Eier aussehen. Darf ich schon gucken oder noch nicht? Also, Vorsicht. Ja, ich denke, Sie müssen mehr Zeit. Oh ja. Okay, wir machen das früher. Ja. Sieht gut aus. Ja. So, brauchen wir jetzt. Und es muss mit viel Brot zu essen. Also, ich weiß, dass die Küche für dich was vorbereitet hat, was ganz frisch aus dem Backofen. Schauen Sie mal. Wow. Das ist dein Brot. Super. Ja? Super. Es ist ganz frisch, ist noch warm. Also riecht gut. Sollen wir schon mal zwei Scheiben schneiden? Oder wie macht man das? Oder bricht man das? Riecht, es ist auch besser. Nein, dann brechen wir. Aber wir können schneiden. Ach, macht das schön. Wir müssen heute nicht. Ja? Okay, super. Ja, wir können alles machen, wie wir denken. Super. Ja. Ja. Vielleicht versuche ich mal nochmal unser Konzept Ihnen zu erläutern. Also. Wer möchte, wer Interesse hat, wer sich traut, mit mir zu kochen, sich zu unterhalten, vielleicht mit mir zu musizieren hier, dann bewenden Sie sich einfach. Wenn Sie einen Bezug zu Magdeburg haben, wenn Sie einen Bezug zu Theater Magdeburg haben, wenn Sie gut kochen können und vielleicht auch ein bisschen erzählen können, dann bewenden Sie sich einfach, schreiben Sie mir eine E-Mail, info@stadtmarketing-magdeburg.de. Ich würde mich freuen, vielleicht Sie im Januar oder ich glaube, im Januar wird es nicht, aber im April mit mir hier zu kochen. Ich kann schon mal verraten, die Gäste, die wir schon eingeladen haben, also der Industrie- und Handelskammerpräsident Klaus Olbricht, der heute Abend auch hier ist, wird im Januar kochen und dann der Landtagspräsident Detlef Gürt wird im April kochen und Sie haben auch die Möglichkeit, diese Leute zu kennenzulernen und mit mir hier was zu kochen, zu plaudern, über Magdeburg, über das Theater, über Kultur und Kunst hier zu reden. Und ich freue mich, Ihnen vielleicht nochmal die nächsten Produktionen anzukündigen. Also, ich habe hier einen ganz schlauen Zettel. Jetzt muss ich gucken. So. Also Macbeth habe ich angekündigt. Die nächsten Premieren sind am 16. November. Also wenn Sie zu Hause zuschauen, morgen. Wir werden am 15. hier ausgestrahlt. Ist die Premiere von Der Vetter aus Dingsdar. Also endlich mal eine Operette hier im Opernhaus. Dann im Schauspielhaus feiert Ende des Monats unter anderem Bertolt Brecht, die heilige Johanna der Schlachthöfe, sagt ihr bestimmt alles, ja, hat Premiere. Die Premiere ist zwar fast ausverkauft, aber es gibt noch Restkarten für die Vorstellungen im Dezember. Dann am 25. November eröffnet der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt. Du freust dich bestimmt. Ich freue mich. Auf dein Hanukkah-Fest. Ja, persönlich. Genau. Hanukkah. Also man muss vielleicht zu Hause sagen, Hanukkah-Fest ist was Ähnliches, was wir Weihnachten kennen. Ja. Also mit Kerzen anzünden und mit warten, dass alle Kerzen angezündet sind. Es ist ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche, nein. So, also ab dem 25. November auf dem Weihnachtsmarkt und am 1. Dezember dann
passend im Opernhaus ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie, Rotkäppchen und der Wolf. Was für eine Überraschung. Es ist eine Familienvorstellung, vielleicht was für Sie, Herr Eckert, und auch vielleicht für dich und mit meinem Sohn. Ja, mit meinem Sohn. Ja, Rotkäppchen. Und am 30. November können wir die erste Dame erleben in der Zauberflöte. Ja. Wer wird dann Papageno spielen? Papageno ist ein Gast. Ja. Papageno, ich denke, Theresa. Aha. Theresa Seldmeier. Seldmeier, genau. Ja. Und dann, wir haben natürlich auch ein Märschpartenhaus hier und wir haben auch ein hervorragendes Ballettensemble und die werden La Sylphide, die Geschichte von einem weiblichen elfenhaften Luftgeist, am 24. November hier im Opernhaus und vorher aber am 10. November können Sie Carmina Burana hier im Opernhaus mit Chor, Gesangssolisten und Ballett hier erleben. Ja, ich sehe hier, unsere Zeit ist abgelaufen. Ja, also die 45 Minuten sind schon weg. Es ist fertig. Aber dein Essen ist auch weg. Ja. Ja, ich darf mich bedanken bei unseren Sponsoren, die uns wie immer unterstützen. Erstmal zum ersten Mal dabei und ich freue mich ganz besonders, Ihr Wein hat hervorragend geschmeckt. Das kleine Weinhaus, meine Damen und Herren, ist eine sehr gute Adresse, vergessen Sie das nicht. Und Sie können jederzeit im Internet, die sind hier bei Magdeburg zu Hause und können Sie jederzeit eine hervorragende Betreuung bekommen und sehr gute Weine aus Österreich. Isst man das mit Löffel oder mit Löffel, oder? Mit Löffel. Ist das gut Fork, oder wollen wir lieber Schüssel Fork nehmen? Was möchtest du haben? Das ist okay. Aber vielleicht gibt es eine sehr große Löffel oder ja, das ist. Nee, wir haben das hier. Wir haben das. Ah ja, okay, aber das. Und, okay, ich mache die Eier wie? Mit das, weil nee, er muss. Das hier. Ah. Okay. So. Ich bin sehr gespannt, das hier. Aber diesmal vergesse ich nicht die Otto-Tüte. Weißt du, wer Otto ist? Was? Otto? Ja. Von Magdeburg, oder? Genau. Ja. Otto von Magdeburg, immerhin. Also, du kriegst auch eine Otto-Tüte aus der Otto-Stadt Magdeburg. Ah, okay. Und danke. Auch wenn du nicht mehr hier neu bist, ich habe hier für dich eine schöne Broschüre mit neu hier, wo man vielleicht auch ein paar Spielplätze für die Familie entdecken kann. Mhm. Dann habe ich ein kleines Kochbuch, Rezepte aus der Heimat. Alle aus dieser Region hier. Oh, wow. Ja? Schön. Und da sind ganz schöne Rezepte. Das schön. Heft ist auch noch erhältlich bei der Volksstimme. Also Sie können sich auch noch mal besorgen, wenn Sie möchten, meine Damen und Herren. Und ich habe natürlich für dich auch eine Kaiserkrönungsmedaille. Das ist Kaiser Otto, das ist der erste deutsche Kaiser, der kommt aus Magdeburg. Das ist sein Kaisersiegel. Sehr schön. Ja, alles danke für dich. Vielen Dank. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier das Essen hat. Ja, macht. Genau. So. So, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie werden eine schöne Weihnachtszeit haben. Und wir sehen uns im Jahr 2014 wieder mit vielen interessanten Gästen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bewerben und hier mit mir gemeinsam kochen zu können. Ich danke unsere hervorragende erste Dame, die uns hier bekocht hat. Dankeschön. Und auch mit mir musiziert hat. Also es war eine ganz große Freude. Für mich auch, danke. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Guten Appetit. Schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns wieder im Januar. Und bis dahin, danke Ihnen für Zuschauen. Auch zu Hause, schöne Zeit bis dahin. Und wir sehen uns wieder im Januar. Guten Abend, auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Ja. Vielen Dank.